Und weiter geht's mit unserer Sizilien-Rundfahrt. Südlich von Noto machen wir unseren nächsten Stopp in Lido di Noto. Wir befinden uns ca. 8 Kilometer entfernt von Noto, einer Welterbestadt, die wir gestern besucht haben, und haben eingecheckt für ein paar Tage im Oasi-Park. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Eine stillgelegte Bahnlinie, nicht gerade schön. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, ob das jetzt ein Campingplatz ist oder ein Stellplatz. Es ist so ein Zwischending, aber es ist eigentlich auch teilweise etwas rudimentär. Hier die Rezeption, das, was ihr hinten dran seht, ist die Bar, also einfach nur ein Zelt. Hier kann man den Abfall entsorgen. Die Dumping Station mit einer Klappe für die Kassette zu entsorgen. Dann haben wir zentral gelegen das Sanitärgebäude. Naja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es ein Gebäude ist. Wasser wird hier wohl auch über Solar erhitzt. Die einzelnen Parzellen sind eigentlich sehr groß. Jede Parzelle ist mit Strom ausgestattet. Einige Parzellen haben auch Wasser. Das sind jetzt die Sanitäranlagen. Ich fülle mal kurz in die Damendusche rein. Einfache Vorhänge, es ist kalt, der Wind pfeift durch. Hier eine Waschmaschine. Bei den Herren sieht es auch nicht viel anders aus. Das sind die Spülsteine, also genauer gesagt, es ist ein Spülstein da und zwei Waschbecken für Wäsche zu waschen. Bei den Herren sieht es ähnlich aus. Das ist die Dusche. Zwei Duschen für den ganzen Platz. Ich sagte eben rudimentär und das stimmt auch. Ansonsten ist der Platz wunderschön gelegen in Zitronen- und Orangenplantagen, die jetzt auch voll mit Orangen und Zitronen sind. Auch positiv hier. Zwei Grillsteine, wo man benutzen kann zum Grillen. Irgendwie kommen mir die bekannt vor. Ich glaube, die sind aus Deutschland. Dann seht ihr hier die Reihen der Wohnmobile. Es sind sehr viel Deutsche oder verhältnismäßig viel Deutsche. Neben Italienern noch ein Holländer. Auf der rechten Seite sind Parzellen für Zelte. Die können sich also Zelte breit machen. Man muss sagen, die Parzellen sehen jetzt sehr groß aus im Winter. Hier zum Beispiel 15 und 16 hat man zwei Parzellen für sich. Im Sommer wurde uns gesagt, ist dann in so einer Parzelle müssen sich dann zwei das teilen. Dann wird es schon extrem eng. Also dann ist mit Markise rausmachen oder wie auch immer Campingstühlen. Könnt ihr euch vorstellen, schaut mal, hier steht ein Auto jetzt. Und wenn das Auto am Rand steht und das andere Auto steht am Rand, ist nicht viel Platz. Hier unser Auto. Da steht der Roller, mit dem wir gestern nach Noto gefahren sind. War eine wunderschöne Stadt gewesen. Ja, und dann gibt es hier noch zwei oder beziehungsweise im Sommer vier freie Plätze. Ansonsten ist momentan alles belegt. Da hinten haben wir nochmal ein, ja, man kann hier nochmal die Kassette hinbringen. Und hier nochmal dann ein Toilettenhäuschen und ein, ja, man kann hier spülen, es ist sogar überdacht. Da kann man nur hoffen, wenn einem das Holz nicht auf den Kopf fällt. Kaltes Wasser, alles sehr wackelig, alles sehr, sehr überschaubar und auch, naja, auf der Toilette war seit gestern keiner gewesen, weil das Plastik, das lag gestern schon in der Toilette.
Also es ist nicht besonders toll. Was das hier ist, wissen wir übrigens nicht. Es ist gemauert, rund. Vielleicht hat irgendjemand eine Ahnung. Hier unten gibt es einen großen Abfluss. Auf der anderen Seite ist nochmal ein Abfluss oder Zufluss. Ich fahre mal die Kamera aus, beziehungsweise das Stativ. Mal schauen, ob ich von oben was erkennen kann, was ich selbst. Gott sei Dank ist der Stab ziemlich lang. So, jetzt filme ich mal von oben. Ich habe mir das Ganze mal auf Google Maps angeschaut. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Es scheint auf jeden Fall nicht mehr in Betrieb zu sein. Ganz in der Nähe des Stellplatzes, etwa 200 Meter entfernt, gab es ein Restaurant, das Ristorante L'Olivo. Da kriegt man sizilianische Spezialitäten. War alles sehr lecker. Es war so eine typische italienische Atmosphäre mit karierten Tischdecken und die Kellner waren auch sehr, sehr nett dort. Wenn ihr also auf dem Platz seid, solltet ihr unbedingt mal dort essen gehen. Die Stadt Noto ist UNESCO-Welterbe. Sie wurde Ende des 17. Jahrhunderts durch ein Erdbeben völlig zerstört und dann im Barockstil wieder aufgebaut. Eine Spezialität auf Sizilien sind die Arancini. Das sind frittierte, mit Reis gefüllte Bällchen und oft ist auch Hackfleisch drin. Sie sehen so aus, sind konisch geformt meistens und natürlich sehr lecker. Von Noto fahren wir weiter nach Syrakus. Syrakus am frühen Morgen. Wir haben die Nacht direkt am Hafen verbracht. Es ist noch nicht viel los. Mit uns haben noch zwei andere Wohnmobile hier die Nacht verbracht. Ein toller Sonnenaufgang. Und hier im Hintergrund seht ihr die Halbinsel von Syrakus. Da gehen wir heute hin und schauen uns dort dieses Durcheinander an von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Epochen. Syrakus ist ja die Geburtsstadt von Plato und von Archimedes. Und da wird es bestimmt auch noch jede Menge griechische Altertümer geben. Ein paar Meter neben dem Wohnmobil diese zurzeit nicht benutzten Hafenrestaurants. Und leider wieder wie immer Schmutz, Dreck, Abfall. Das hier ist ein Strand. Der Strand ist gut Algen, aber jede Menge angeschwemmter Plastikmüll. Leute, es macht keinen Spaß. Flaschen, Plastikflaschen, Plastikmüll. Und das ist alles aus dem Meer gekommen, so wie es aussieht. Und da kümmert sich auch niemand drum, dass das weggemacht wird. Das ist einfach nur traurig. Ich gehe jetzt mal auf die Hafenmauer rauf. Hier im Hintergrund
andeutungsweise noch zu sehen ein zweiter Strand. Das sind wahrscheinlich alles Wellenbrecher hier, von Menschenhand ins Meer geworfen. Nochmal ein Blick von oben auf den ersten Strand, den vermüllten Strand. Macht keinen Spaß, wenn man sowas sieht hier. Da kümmert sich keiner drum. Das ist kein Dreck, der mal innerhalb von einer Woche hier entsteht. Das ist Dreck, der innerhalb von Monaten nicht weggeräumt wird. Der Yachthafenbereich. Eigentlich traumhaft schön hier. Ich weiß gar nicht, warum man als Stadt oder als Gemeinde sowas zulässt, dass man da nicht irgendwie dafür sorgt, dass es sauberer wird, dass die Touristen lieber kommen. Hintergrund, unser Wohnmobil, der jetzt im Mittelpunkt. Wir machen einen Ausflug in Syrakus und laufen in die Altstadt. Die Altstadt ist auf einer Insel und hier sieht man mal die Brücke, die die Insel mit dem Festland verbindet. Ganz da hinten kommt gleich ins Bild der Platz an dem Hafen, wo unser Womo steht. Also in Noto, wo wir auf dem Stellplatz waren, Oasis Falconara, da war ja, also da war ein mega Unwetter. So einen Regen habe ich, glaube ich, meinen Lebtag noch nicht gesehen. Und Orkan. Und der Regen hat ganz schön aufs Womo geprasselt. Ja, es hat eigentlich 48 Stunden ununterbrochen. Hat es geregnet und zwar richtiger Starkregen. Und ich habe eigentlich gedacht, wir fallen um, aber du hast gesagt, es kann nicht umfallen. Nee, es kann nicht umfallen. Auch nicht mit den, wenn wir die Hubstützen haben, fallen wir nicht um. Nein, so schlimm war es jetzt auch nicht gewesen. Aber als wir dann da weitergefahren sind, haben wir auch gesehen, was der Sturm angerichtet hat. Ja, also zunächst mal ist bei uns ja auch der Strom ausgefallen, muss man sagen. Ja, hat man auch. Aber zum Glück haben wir die Batterien. Ja. Weißt du, was lustig war, wie wir bezahlen wollten? Das könnte man mal vielleicht erzählen auf diesem, ja, es ist so ein Mittelding zwischen Campingplatz und Stellplatz. Ihr habt es ja schon gesehen, ich habe es ja gefilmt. Und als wir dann weggefahren sind und wollten zahlen und wir hatten von anderen Dauercampern oder Überwinterern haben wir erfahren, dass also diese 4 Kilowatt, die wir am Tag verbrauchen dürfen, dass das nicht für uns zählen würde und wie auch dem sei. Dann haben wir gefragt, was kostet es denn? Ja, 21 Euro pro Tag und dann wollten sie die Kilowatt noch abrechnen und wir haben in diesen 6 Tagen, wo wir da waren, ich glaube, wir haben 80 Kilowattstunden verbraucht und dann habe ich das gesagt, was ich von den anderen erfahren habe. Ja, und dann hat sie den Chef angerufen und dann kam der Chef und dann ein bisschen Diskussion und am Ende hat er gesagt, ja, wegen dem Unwetter würde er uns jetzt den Preis erlassen und dann müssten wir nur 20 Euro am Tag zahlen. Also okay. Das waren auch die vorher vereinbarten 20 ganz Euro, genau. Nämlich mit dieser Sicili-Card, die wir hatten. Genau. Aber er wollte den Strom nicht nochmal extra. Genau, und jetzt geht's weiter. Ja. Und dann wolltest du mit der Karte bezahlen. Mit der Kreditkarte wollte ich bezahlen. Und dann sagte die an der Rezeption, wenn ihr mit Kreditkarte bezahlt, dann kostet es 5 Euro mehr, weil dann muss man noch eine Tourismusabgabe machen, pro Person 2,50. Mhm. Und wir so, ja. Also bitte, was? Haben wir noch nicht gehabt. Also es war immer so, dass es so eine Tourismusabgabe gab, die wollten sie dann wahrhaben auf den anderen Plätzen. Ja. Es war immer so 1-2 Euro pro Person normalerweise. Ja, und jetzt dort. Und jetzt auf einmal hätten wir anstatt 20, 25 zahlen müssen und haben wir gesagt, nee, dann zahlen wir bar. Ja, dann kostet es nur 20 pro Tag. Also ja, kann man sich ja denken, was sie da machen. Dann. Die 20 pro Tag, die gehen wahrscheinlich direkt in die eigene Tasche. Ja, ohne irgendwelche, was weiß ich, ja, Konzession. Zumindest Schwarzgeld wird das wohl sein. Ne? Ja, auf jeden Fall, dann sind wir weitergefahren und dann haben wir die ganzen Schäden auch gesehen. Teilweise Überschwemmungen, teilweise waren die Straßen noch überschwemmt, teilweise waren auch Grundstücke noch überschwemmt. Bäume entwurzelt, also es war ein richtig heftiges Unwetter gewesen und dann plötzlich, dann kamen wir hier an in Syrakus und am nächsten Tag
strahlender Sonnenschein. Nee, gestern schon eigentlich. Ja, jetzt ist wieder super. Und in der Sonne ist es auch richtig warm. Also es fühlt sich an wie 20 Grad in der Sonne. Ja, so. T-Shirt-Wetter auf jeden Fall. Ja. Ja, wunderbar. Und jetzt, wie gesagt, wir stehen hier auf einer der beiden Brücken, die praktisch das Festland mit der Altstadt verbindet, mit der Insel Altstadt. Und da gehen wir jetzt mal hin und wollen uns mal da ein bisschen umschauen. Das soll ein Durcheinander sein von Renaissance und Barock und was weiß ich, was da alles gebaut worden ist, gell? Ja. Dann gehen wir mal, ne? Karneval gefeiert haben. Überall Konfetti. Ja, sieht ganz so aus, ne? Das kann gut sein. Ich habe nämlich gelesen, dass zum Beispiel Chaka, wo wir ja auch schon waren, eine Karnevalshochburg auf Sizilien ist. Ja, und so weit ist das jetzt hier nicht weg. Nee, das 30, kann gut sein. 30 Kilometer oder so. Ja. Meinst du, die verstehen, wenn wir jetzt hier Hello rufen? Nee. Ich möchte es aber auch nicht ausprobieren. Hello. Hello. Hier wird wieder gehupt, aber warum weiß kein Mensch. Weil der nicht fährt, obwohl hier frei ist. Ah, okay. Ja, man drängelt sich halt einfach so rein. Jetzt drängelt die sich rein, obwohl ich eigentlich weiterfahren könnte. Einfach reindrängeln. Was ist los? Was ist los, Vater? Ja. Ja, wahrscheinlich haben die Grünen die ganze Zeit. Ich stehe mitten in der Kreuze mit einem riesen Bock hier. Machst halt so wie die Sizilianer. Eben so typisch wieder, gell? Der eine da so. Oh mein Gott. Wir sind hier am Technologiepark von Archimedes und hier sind die ganzen Dinge, die Archimedes erfunden hat, wohl ausgestellt in so einem Garten und naturgetreu wieder aufgebaut. Man kann die auch ausprobieren, aber leider hat das zu. Also das hätte uns jetzt wirklich interessiert. Ja, schade. Steht zwar eine Öffnungszeit dran, aber steht nicht dran, wann generell geschlossen ist. Ja. Vielleicht wegen der Nebensaison, wir wissen es nicht. Es sind Menschen drin. Ich habe eben mal einen kurzen Blick reingeworfen. Also es sieht interessant aus. Mich hätten die Sachen auch interessiert. Ja. Das Einzige, was ich kenne, ist die archimedische Schraube. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Ja. Das ist eine Schraube, mit der man Wasser von einer Ebene auf eine andere Ebene pumpen kann quasi.
Aber der muss noch viel, viel mehr Sachen erfunden haben. Aber schade. Aber auf der anderen Seite, wir haben hier auch keinen Parkplatz gefunden, beziehungsweise der einzigste Parkplatz, der hier weit und breit ist, 20 Euro in einer versumpften Rasenfläche, da sind wir nicht reingefahren. Sind wir weitergefahren. Und jetzt stehen wir da vorne an der Straße, aber jetzt geht es weiter einfach nach. Ja, Richtung Taormina, Etna, in die Gegend. Ja, in die Kante. Von da melden wir uns dann wieder. Ja, was ihr da hinten im Hintergrund seht mit den schneebedeckten Gipfeln, das ist der Ätna. Wir stehen unterhalb des Ätnas heute Nacht. Wir haben uns diesen Platz hier ausgesucht, direkt am Meer. Wir wollten eigentlich auf einen Platz, einen Parkplatz fahren, aber der war uns, ganz ehrlich, der war uns zu abgelegen, der war uns zu vermüllt. Es war ein Müllabladeplatz. Er war beschrieben im Reiseführer als Möglichkeit, aber da sind wir an den Ort hier gefahren. Momentan ist noch viel Verkehr, aber ich denke, dass es heute Nacht etwas ruhiger wird. Wir stehen hier zwar direkt an der Straße, aber wir stehen hier wunderbar, haben eine wunderbare Aussicht, stehen direkt am Meer und werden morgen weiterfahren. Richtung Taormina. Und abends aus dem Schlafzimmerfenster einen wunderschönen Blick auf den Ätna. Musik